So Leute, heute haben wir etwas ganz Besonderes, denn wir haben wieder einen Gast, und zwar Seeker Phoenix. Und heute gibt es auch ein besonderes Duell, denn wir haben Jaden gegen Cyrus, beziehungsweise Helen gegen Royce. Und ich würde sagen, es geht los. Vorentscheidet. 5. Und ich habe 2. Dann darfst du anfangen. Ich darf anfangen? Ja. Okay. Wie viele Karten ziehe ich? 4. Okay. So, dann wollen wir mal sehen hier. Ja, schwieriges Thema. Pass. Ich spiele ein Monster verdeckt und beende meinen Zug. Okay, dann bin ich dran. Wird wild. Das wird sehr wild, das sage ich dir. Ich spiele Wirbelkabarellist. Was macht er noch? Wenn diese Karte beschworen wird, darf ich 2 Karten aus seiner Hand nehmen und sie ins Deck mischen. Und ja, du kannst dann 2 Karten ziehen. Ah, okay. Also magische Armor quasi. Ja, genau. So, aber das ist nicht alles, was die Karte kann. Wenn er zerstört wird, darfst du eine Karte ziehen, oder? Ich aktiviere meinen Skill. Nein, aktiviere noch nicht. Entschuldigung, ich bin zu schnell. Ich aktiviere meine Zauberkarte. Dann aktiviere ich meinen Skill. Okay. Ich kann ein Monster auf dem Spielfeld wählen und zerstören. Eine offene Karte wählen, zerstören und dafür ein Roid-Monster suchen. Das heißt, du ziehst jetzt 2 Karten und holst dir den. Ja. Ich habe mich vorbereitet, Jaden. Was für Kombos. Ja, Jaden mit Christine Skill, by the way. So, Problem ist, ich habe zu viele Handkarten gleich. Set. Und leider habe ich ja kein Monster mehr, da bist du dran. Okay, ich ziehe. Und als jetzt einzig wahrer Schmaden Schmookie aktiviere ich jetzt meinen Skill. Oh, du hast auch Skills? Ja, ich kann eine Fusionsbeschwörung durchführen. Ja. Und ich wähle Clayman und Götter mit dem dritten Auge. Und dafür bekomme ich meinen Elementarhelden Donnergigant. Was glaubst du? Nein! Okay. Da hast du mich gekriegt. Aber ja. Ich habe noch keine Normalbeschwörung gemacht. Das ist leider wahr. Deswegen habe ich meinen elementalen Sparkman. Oh, das ist stark sogar. Und meine Dede-Kriegerin. Na komm! Übertreib doch nicht anders! Boom! Dann würde ich gerne mein Kuriro darauf nutzen. Dann geht es in den Verteidigungsmodus. Verdeckt oder offen? Offen. Kann auch wieder geändert werden? Ja, aber jetzt nächste Runde. Okay. Es gibt keine Manifest 2, ne? Das weißt du. Ah! Junge! So, bin ich? Ja, du darfst. Ich ziehe. Ich höre Submarine Right! Battle Base direkt! Ja. Dann bist du dran. Ich darf ihn nicht. Nee. Ja, er guckt aber noch eine Fusion an. Übertreib halt. Ich will nur gucken, ob ich ihn wenigstens noch nutzen kann. Main Phase 1. Ja, Set. Okay. Ja. Richte den Angriff. Ja. Und ich greife mit dir die Kriegerin deinen Submarine Raider. Glaube nicht. Darfst du? Dann haben wir jetzt Galaxy Cycling. Ja. Ja, gut, fair enough. Und die nervt mich schon langsam sehr. Ich kann nicht so viel, vielleicht muss ich natürlich aufpassen. Deswegen kommt jetzt Steamroid. Ja. Boom. Möchtest du verbannen? Ja, gerne. Direkt. Ah. 200, 600, 12, 4. Dann bist du! Ich brauche jetzt das Herz der Karten. Noch bist du nicht tot! Ja, aber ich brauche. Das ist. Du bist. Was ist besser als ein Submarine? Submarine Roid! Wie viel habe ich? Das ist so 2, 4. Also 3 Angriffe, dann bin ich tot. Angriff! Ja. Angriff! Ja. Du bist dran! Ich kann nichts machen! Ich kann gar nichts machen! Bin ich dran? Ja! Boom! Submarine Ride Attack! Ich hab nur Fusion!
soll ich denn machen? So, das war Spiel 1. Kommen wir zu Spiel 2. Wer soll anfangen? Du fängst an. Weiß aber. Das ist nicht so gut. Ja, kann man so sagen. Marine Ride hat 1,8 Def, ne? Ja, wer sagt denn, dass der da liegt? Wusstest du, dass das ein Ride Monster mit, das 2,2 Def hat? Der Mixer? Ja, ich weiß. Ja, den spiele ich auch übrigens. Ich aktiviere Fusion. Oh mein Gott, der geht all in! Und ich fusioniere Clayman und Göttin mit dem dritten Auge. Ja. Und. Ja, ich weiß. Ich weiß es nicht bei der. Wie ist das Ruling? Kann die direkt angreifen, auch wenn du Monster hast? Nee, du musst erstmal angreifen. Ich muss erst dein Monster. Ja. Weil er kann direkt angreifen. Aber. Achso, er kann direkt angreifen? Ja, lies mal. Warte, dann. Nee, dann darfst du direkt angreifen, auch mit Monster. Ach, Rapid Blaster. Du aktivierst meine Fallenkarte! Wasserloch-Fallgrube! Ja, dann mach! Sag mal, was verdeckt liegt! Submarine Ride! Battlebase direkt! Ja. Du bist dran! Das ist schon sehr kacke gebaut, darf ich das mal so sagen? Ja, was soll ich machen? Ich hab gut gezogen, muss man aber auch sagen. Die ist halt schlimm! Ja! Du spielst sie aber auch! Ja, aber ich hab sie bisher noch nie gezogen! Mach! 2,5 Depp, ne? Ja. Schwierig. Steamroll! Ja. Effekt! Kann ich zerstören und darf mit einem Roid enden. Lass mich raten. Ja. Submarine Roid! Ich krieg Albträume von der Karte. Submarine Roid! Attack! Du bist dran! Dann zieh ich. Okay. Ich beschwöre DD Kriegerin. Oh, ist gut, ja. Greif ich an. Was macht das? Dreht alle Monster die Kampfposition auf dem Spielfeld. Auch verdeckte? Nee, alle aufnehmen. Okay. Dann mach. Submarine Roy! Attack! 1,6. Ich krieg gleich 1000, dann habe ich noch 600, ne? Nee, du hast noch 2,4. Ich habe noch 2,4. Ja, und jetzt 1,6 Schaden, hast noch 800. Du bist dran. Du hast verloren. So, Leute, das war das Duell. Jaden gegen. Vielleicht ein bisschen unbalanced, aber das ist nicht das einzige Duell, denn jetzt leveln wir ab. Denn was ist besser als Elementarhelden? Böse Helden. Würde ich bestreiten, aber ja. Und was ist besser als Roids? Cyberdrachen. Cyberdrachen. Das heißt, es wird abgelevelt. Cyberdrache gegen böse Helden. Also, bis zum nächsten Duell.